Willkommen zurück in der nebligen Welt von Nerim, meine Freunde. Das ist die erste Aufnahme im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht. Habt nicht zu viel gefeiert und euch geht es gut. Habt die Jahreswende gut überstanden. Und gleich im Anschluss wollen wir natürlich hier ein bisschen weitermachen in dieser wunderschön stimmungsvollen Welt. Wir waren letztens bei einem Kopfgeldauftrag stehen geblieben und wollten uns um die sogenannte Todesfee kümmern, die auch noch ein paar Handlanger im Gepäck hat, wie es im Questlog stand oder noch steht. Hier scheint aber jedenfalls... Oh, da ist eine Ruine. Ansonsten scheint hier aber nichts zu sein, außer etwas Nebel. Ich dachte schon, hier werden wir auf die Todesfee treffen. Anscheinend aber nicht. Dann gehen wir doch erstmal schauen, wohin diese Ruine hier führt. Oh Gott. Warte doch, ich muss doch den Zauber wechseln. Oh, der ging aber leicht kaputt. Eterner Kampfmagier. Ich habe so das Gefühl, 70, nur Stufe 7. Oh, da ist schon der nächste. Ich glaube, die könnten wir auch locker mit unserer Zweihandaxt erledigen gehen. Was ist das hier aber für eine Ruine? Holen wir uns nur kurz den Namen ein und die Markierung auf der Karte. Damit wir wissen, wo wir als nächstes hingehen könnten. Ruinen von Narbu, genau. Spielkanal oder Kanalvideos hat mir nämlich gesagt, dass wir auch auf jeden Fall mal in die Ruinen, auf jeden Fall normal, auf jeden Fall in diese Ruinen hier reinspazieren könnten. Das wollen wir dann auch das nächste Mal machen, also das nächste Mal, wenn wir hier vorbei marschieren. Zuallererst möchte ich mich aber auf jeden Fall um den Kopfgeldauftrag kümmern, dafür sind wir ja eigentlich hierher gekommen. Und das ist ja nicht zu verachten. Dann haken wir zuerst das ab und irgendwie sagt mir auch mein Gefühl, weil nämlich so stark und so viel auf diese Höhle da, auf diese Ruine hingewiesen wurde, irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass hier ein totes Reh liegt. Nein, nicht ganz. Dass wir da vielleicht ein weiteres Setteil vom Rottenmeister-Set finden könnten oder irgendetwas anderes ähnlich Wichtiges. Hau ab! Hey! Ja! Das muss aber deprimierend sein für die Eterna Kampfmagier, wenn selbst sie weniger aushalten als irgend so ein tollwütiger Wolf am Straßenrand. Oh, der Wolf gibt uns das nächste Level ab. Juhu! Nice. Das Level-Up-Geräusch musste ich natürlich gleich nochmal zu Ende abspielen lassen. Wo zur Hölle führt mich der Zeiger hin? Die Hügelgräber. Bin ich jetzt ernsthaft ein paar Mal im Kreis gelaufen um dieses Gebiet herum? Ich glaube, das scheint wirklich so zu sein. Na gut, dann können wir immerhin noch kurz eine Stufe aufsteigen, bevor wir uns mit der netten Dame auseinandersetzen. Ja, tatsächlich, hier sind noch die anderen Wölfe, die wir auf dem Weg in dieses vernebelte Gebiet erledigt haben. Und scheinbar ist der Eingang in die Höhle da oben. Jawohl, deswegen bin ich auch einmal außen rum gelaufen, weil sich mein Zeiger hier ein paar Mal im Kreis gedreht hat. Oh. Ich glaube, über den Hügel kommen wir hier nicht, aber da hinten habe ich wieder ein paar Glückspilze gesehen. Juhu! Feuerfunken, ich liebe Feuerfunken. Wundert euch übrigens nicht, falls bei dieser Aufnahme ab und zu ein leichtes Rauschen zu hören ist oder irgendjemand im Hintergrund aggressiv aufschreit. Das könnte meine Freundin sein, die gerade auch etwas zockt an meinem Laptop. Parallel. Ich weiß gerade nicht, warum ich den Reparaturhammer rausgeholt habe. Wahrscheinlich, weil ich mich gerade umgedreht habe und total verwirrt wieder mich im Inventar wiedergefunden habe. Was wollte ich gerade machen? Ach so, den Feuerfunken sofort essen. Und zwar hier. Glück permanent, du meinst erhöht. So, kurz wirken lassen. Glück plus 5, das könnte so ungefähr hinkommen. Jetzt habe ich das vorher nicht gecheckt. Ich böser, böser Junge.
Aber wir können jetzt auf jeden Fall noch ein Level aufsteigen, bevor wir uns da mit irgendwelchen Kopfgeldaufträgen auseinandersetzen. Und irgendwie ist hier gerade tote Hose bei meinen zwei Hauptwerten. Irgendwie sind wir zu schnell das Level aufgestiegen, kann das sein? Dann würde ich sagen, bringt uns Geschicklichkeit eigentlich nichts, außer erhöhter Ausdauer. Machen wir was auf Konstitution und auf Glück. Glück beeinflusst im geringen Maße alles, was ihr tut, wie wir hier gerade sehen können. Gut, dass ich das euch nochmal erklärt habe. Und jetzt im Prinzip ist es komplett egal, wo wir den letzten Punkt reinsetzen. Da wir hier aber keine Boni haben, setze ich mal hier drauf, da wir im Prinzip ja auch Ausdauer brauchen, um zuzuhauen. Und dann geht die uns nicht so schnell alle und unsere Zauber bleiben längere Zeit effektiv. Bei unseren Hauptwerten war diesmal nichts los. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Level-Up das ein bisschen bessern können. Oh yes! Habt ihr das links oben gesehen? Könnt ihr euch noch erinnern, als wir gesagt haben, man kriegt immer einen Rang der Magie dazu, alle sieben Level? Jetzt haben wir Rang 3. Mit Level 0, Level 7 und Level 14. Das habe ich komplett vergessen. Das heißt, wir können jetzt endlich Rune Stufe 3 Runen, so rum, lernen. Rune Auge der Mitternacht. Yes! Rune Blitzheilung. Yes! Rune Feuerball. Yes! Gottesschild. Yes! Segen des Rausches geht leider noch nicht. Gast den Kobold erwecken wollte ich eigentlich verkaufen, habe ich aber irgendwann wieder vergessen. Ah, sehr gut. Jetzt können wir gleich mal den Kopfgeldauftrag, der wahrscheinlich ordentlich schwer sein wird, weil die nette Dame, die wir erledigen sollen... Oh, sieht die Axt Hammer aus. Die nette Dame, die wir erledigen sollen, mit Begleitern im Schlepptau ankommt. Was ich auch letzte Aufnahme vergessen habe, war, dass ich hier einen Zauber habe. Katharsis, der Krankheiten heilt. Ich war ja letztes Mal mit einer Krankheit besessen. Warum habe ich einen Köcher ausgerichtet, der nur einen Pfeil beinhaltet? Ja, ich war mit einer Krankheit besessen, angesteckt und habe stattdessen einen teuren Trank geschluckt, anstatt einfach den Zauber zu benutzen. Habe ich ganz vergessen. So, Blitzheilung. 64 Punkte wiederherstellen, kostet aber 100 Mana. Holy sweet bejesus. Ich glaube, Wohltat ist jetzt der Zauber, den wir derzeit benutzen. Moment, 5? Ja, Wohltat. Und der heilt eigentlich auch okay, wenn man bedenkt, dass der andere Heilzauber 100 Mana benötigt und wir haben nur 160. Das ist dann echt ein Heilzauber, den ich einsetze, wenn ich nur im Nahkampf unterwegs bin. Infravision für 60 Sekunden. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, um Höhlen noch kurz erkunden zu gehen. Wenn man denkt, man hat schon alles und trotzdem nochmal nachschauen will, können wir eh noch nicht zaubern, da wir Illusion von 75 brauchen. Gott, das werden wir vielleicht nie zaubern können. Gottesschild. Veränderungsfähigkeit. Das Schild 18% ist extrem geil. 50 Sekunden, das ist ein kompletter Kampf. Richtig, richtig gut und so teuer ist es auch nicht mal. Veränderung von 50. Schauen wir nochmal kurz. Ja, ja, wir gehen gleich in die Höhle rein. Beruhigt euch. Veränderung haben wir derzeit 10. Wir brauchen 50. Ich glaube, da können wir ein paar Punkte entweder bei einem Trainer einsetzen oder irgendein billiges Attribut ein bisschen hochtrainieren. Boah, das könnte dauern. Vielleicht schneide ich das Leveln auch raus. Das wird sich sonst ein bisschen in die Länge ziehen. Wo ist mein Feuerball? Wahrscheinlich bin ich schon dreimal dran vorbeigescrollt oder ich bin gar nicht im richtigen Bereich. Hier, Feuerball Rang 3. Sonst habe ich nichts unter Zerstörungszaubern gelernt, glaube ich. So, was bringt uns das denn? Chance auf Einschlag ist gleich hoch. Schaden über Zeit ist insgesamt 4 Punkte höher. Und ansonsten mache ich 30 mehr Schaden, verbraucht aber wahnsinnig viel Mana. Also knapp das Doppelte an Mana, aber noch lange nicht knapp das Doppelte an Schaden. Also, ja, typisch. Ich weiß noch nicht so sicher, ob ich darauf wirklich wechseln will, weil ich meiner Meinung nach erstmal eine Stange mehr Mana benötige, um effizient zu sein. So! Gott, ist die Tür groß! Oh, die Tür ist gar nicht groß, ich bin nur im Boden versunken, alles klar. Na gut, dann mal rein und aufs Beste hoffen, dass uns hier jetzt gerade nichts in den Arsch versohlen wird.
Vielleicht, wenn es riskant aussieht, werde ich auch so gleich mal den besseren Feuerzauber ausrüsten. So, um Bugs zu vermeiden, kurz mal checken, dass wir nicht mehr im Boden checken. Checken? Nee, stecken. Es klingt so ähnlich. Und schon haben wir eine ganz schön creepige Höhle vor uns. Gleich mal begrüßt mit aufgespießten Schädeln und einem umgefallenen Fass, wo irgendwelche Knochen rausgefallen sind. Und da unten sehen wir schon das erste Monster, was gleich auf uns lossprinten wird. Irgendjemand hat auch letztens zu mir gemeint, ich hätte meinen Bogen gedroppt. Tatsächlich, ich habe letzte Aufnahme nur Stahllangbögen eingesammelt, aber irgendwie habe ich meinen Silberbogen weggeworfen. Das war sehr dumm. Ich greife einfach mal zuerst an, weil ich will den Erstschlag haben. Nein, wo rennt der denn hin? Kommt er hier hoch? Oder rennt er mir jetzt unten gegen eine Wand? Hallo? Oh, da kommt er noch einmal. Fällst du nochmal runter? Diesmal nicht, okay. Oh! Oh, nur Stufe 8, okay. Wie es aussieht, hat der Kerl nur so viel ausgehalten, weil er dieses purpurne, magentafarbene Schild anhatte. Und dieses Schild hat ihn wahrscheinlich von dem größten Zauberschaden von mir bewahrt. Bewahrt. Ich mache Musik. Noch so einer. Jetzt hat er wieder das Zauberschild auf. Zack! Präventivmaßnahmen. Oh, irgendjemand hat mich auch letztens gefragt, ob ich schon das Büchlein gelesen habe. Also das Buch, mit dem wir gelernt haben sollen, Zähne zu ziehen von den Monstern, um einmal ein bisschen Geld nebenbei verdienen zu können. Aber irgendwie habe ich das gerade nicht im Inventar. Habe ich das also schon durchgelesen? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, weil ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich mich gewundert habe, dass da wirklich nichts in dem Buch drin stand. Wir haben es gekauft, aufgeklappt und das Buch war einfach nur leer, weil sich irgendjemand nicht die Mühe gemacht hat, Inhalte für das Buch zu schreiben. Das ist mir auch wieder eingefallen und aufgefallen in den Kommentaren, weil natürlich ihr es erstens geschrieben habt, aber zweitens vor allem, weil die Trolle einfach nichts gedroppt haben und ich mit den Drops ein bisschen unzufrieden war. Und da haben einige Leute gesagt, dass ich nachschauen sollte, ob ich das Buch gelesen habe und dass ich auf jeden Fall als nächstes Mal das Buch zum Fellabziehen kaufen sollte, da das deutlich mehr bringt als das Zähneziehen. Oh Gott, die Höhle ist größer als erwartet. Ich glaube, wir sollten nicht ganz so viel rumschleichen. Eine Fackel hole ich jetzt erstmal nicht raus. Einfach weil die Höhle heller als erwartet ist. Jupp, kaum Schaden gemacht. Hat er es gesehen, nachdem er... Oh, der Hieb mit der Axt hat gesessen. Und ist nicht ganz so schnell, also ich fühle mich nicht mehr ganz so übertrieben overpowered. Da sind aber noch viele von denen. Aber für so einen Erstschlag, den lasse ich mir nicht nehmen. So, komm her, mein Freund. Was? Wie es scheint, habe ich diesmal mit dem Feuerball gar nicht getroffen. Der schien irgendwie noch vollständiges Leben zu haben. Sehr ominös. Vielleicht kriegen wir hier noch zwei rein. Nein, nicht ganz. Stets auf der Hut sein. Oh. Die Hiebe mit der Axt sitzen ganz schön tief und fest. Ich wollte Fist sagen. Wir haben ihn ordentlich gefistet. Nein, das ist nichts Perverses, das war nur eine Kombination aus tief und fest. Alles andere entspringt aus eurer Fantasie. Fantasie. Fanta. Mm. Nein, Fantasie. Ein Erdhaufen, Knochen. Oh, eine Teleportrune. Ich habe mir noch gemerkt,
als ihr mir gesagt habt, dass ich nicht nach Nerim-Zeichen zu schauen brauche in diesen Höhlen hier. Da dort, wo es die Kopfgeldaufträge gibt, das sind neu hinzugefügte Höhlen, wo... Und die Nerim-Zeichen wurden schon vorher verteilt. Habe ich mir ganz brav gemerkt. Das heißt, ich werde mir jetzt nicht den Hintern absuchen. Und sonst haben wir hier nur Knochen. Das macht ja schon unseren Kopfgeldauftrag, die Todesfee, super sympathisch. Oh, da haben wir noch eine Kreatur. Der hatte diesmal von Anfang an das Schild an, irgendwie. Oder auch nicht. Was ist dieser weiße Zauber, den sie casten? Scheint das Schild zu sein, auch wenn der Typ irgendwie von Anfang an komisch geleuchtet hat und ich habe auf ihn geschossen und er musste es dann nochmal neu casten. Sehr merkwürdig. Was haben wir hier? Eine große Truhe, die eher aussieht wie ein großer Sarg, mit aber einem Diamanten und Gegenzauber. Rang 4 heißt, können wir erst ab Stufe 21 lernen, also mit dem nächsten 7er Schritt. Was mich aber auch mal interessieren wollte, was ich euch fragen wollte, was mich interessieren würde, ist bei solchen Höhlen. Da habe ich nämlich das letzte Mal keinen Kommentar dazu von euch gelesen, dazu. Und zwar, was ist das hier? Ah, ein Geheimgang. Jedenfalls, wie ihr es findet, wenn ich so ein bisschen stimmiger kommentiere in einer Höhle, vielleicht nicht ganz so viel sage, mich etwas zurückhalte, nicht ganz so schnell rede und einfach so etwas mehr in die Stimmung versinke. Weil das letzte Mal, als ich das gemacht habe, gab es keine positive Bemerkung dazu, aber eine negative Bemerkung. Von wegen... Ah, Stone! Hoppala! Warum zögerst du so lange in der Höhle? Wieso brauchst du so lange, um hier durchzukommen? Das ist ja voll lahm. Das war, hoppala, das war die einzige Art von Feedback, die ich bekommen habe beim stimmungsvollen Durchschreiten der Höhle. Warum treffe ich dich nicht, obwohl du direkt vor mir bist? Das ist sehr merkwürdig. Und dein Blitz hat verdammt nochmal geschmerzt dafür, dass du mich nur einmal kurz getroffen hast. Ich glaube, das war der erste von euch, der mich auch wirklich mit einem Blitz getroffen hat. Der Rest hat irgendwie daneben geschossen. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich meine, jetzt renne ich auch nicht gerade durch die Höhle. Aber ich bin nicht mehr ganz so in der Stimmung drin und so langsam. Einfach weil das einzige Feedback, wie bereits gesagt, das ich dazu vorher bekommen habe, war negatives. Daher würde ich einfach mal gerne wissen, bevorzugt ihr das, wenn ich so ein bisschen stimmungsvoller vorgehe in solchen Höhlen, von denen wir noch nicht, von denen wir noch nicht wissen, was sie für uns parat halten? So. Oder bevorzugt ihr lieber, dass ich ganz normal ein bisschen schneller durchmarschiere und ein bisschen schneller rede? Oder ist es euch einfach schnurzpieps egal im Prinzip? Das wäre so eine Sache, die ich noch sehr gerne, liebend gerne in Erfahrung bringen würde. Wie so viele Sachen über euch und über meine Let's Plays in Verbindung. Im Prinzip bauen wir ja zusammen diese ganzen Sachen hier auf. Das mache nicht nur ich. Euch gefällt etwas, ich mache es weiter. Euch gefällt etwas nicht, ich lasse es bleiben. LK Aman von Apfel zu Apfel. Oh, das ist schön kurz. Werde ich auf jeden Fall mal demnächst vorlesen. Vielleicht, wenn wir auch aus der Höhle rauskommen. Dann lese ich das mal vor. Jetzt will ich auf jeden Fall die Höhle noch kurz fertig machen. Und danach lese ich das vielleicht vor, gepaart mit einem Link zum wahlweise Überspringen. Hier geht's lang. Puh. Jetzt würde ich sagen, halten wir kurz die Luft an. Im nächsten Raum ist die Todesfee. Wir können sogar schon ein bisschen spicken, wenn wir wollen. Nein, das war nur ein Fass auf einem Felsen. Nicht die Todesfee. H.
Hallo? Boah, sind da viele Knochen in dem Raum. Da ist sie. Seht ihr sie? Aber sie leuchtet purpur. Das heißt wohl, dass sie Zauberresistenz hat. Das ist nicht gut für uns als Magier. Probieren wir es einfach mal aus. Okay, sie ist hingefallen. Sehr gut. So können wir noch ein bisschen Zeit gewinnen, um Mana zu regenerieren. Und hopp! Ja! Ja! Leider daneben ausgeholt. Suchen wir uns hier nochmal nur was Feines. Leben für 2 Sekunden, wisst ihr was? Warum nicht? War das schon ab? Zaubern sollst du! Ja! Ja! Oh, ich habe mich nicht geheilt und schon sind wir gestorben. So schnell kann das passieren. Probieren wir es nochmal. Ich glaube, das war erst das 2. Mal, dass ich in diesem Let's Play tatsächlich gestorben bin. Einfach mal, weil ich es herausfordern wollte und gucken wollte, ob wir tatsächlich den Kampf schaffen, ohne uns einmal zu heilen. Antwort? Nope. Diese Dame... Ja. Macht Schaden. Und lässt sich auch nicht so leicht treffen. Vorbereitung ist die halbe Miete. Leider ist das Problem, dass sich diese Dame Feuer- und Eiszaubern bedient. War das schon alles? Ja, das war schon alles. Noch nicht ganz, zum Glück. So, Anfälligkeit für Waffen 20%. Ha! Oh Gott, haut die mir auf die Mütze. Na, ah, hab ich sie. Huh, 450 Erfahrungspunkte, wow. Gott, war das ein Krampf. Diese Knochenkünstlerin ist Geschichte, aber was war das für ein Geräusch? Oh nein, ich höre Knochen. Diesmal sollten wir uns wirklich einem Heiltrank bedienen. Irgendwie habe ich gerade eben sehr viele sehr kleine Skelette gesehen. Das sah einerseits süß, aber gleichzeitig auch sehr angsteinflößend aus. Oh, ein Silberstreitkolben. Was geht denn hier ab?